So, meine Lieben, heute kommen wir zu den Teil 2 meiner absoluten Favoriten. Teil 1 habe ich schon abgedreht. Ich hoffe, ihr habt abgedreht. Ich hoffe, ihr habt es schon gesehen. Heute geht es um dekorative Kosmetik, das heißt um all die Produkte von Foundation über Blush, über Lippenprodukte, aber auch nur das. Ich habe wirklich nur das rausgesucht, was für mich so ein absoluter Favorit im Moment ist. So, ich möchte mal sagen, die letzten 2, 3 Monate. Das sieht im Winter wieder ein bisschen anders aus, aber jetzt im Sommer zeige ich euch die Favoriten, die ich wirklich geliebt habe die letzten Monate. Also das heißt im Frühling, so ab März wahrscheinlich. Ja, ich starte einfach mal mit der Grundierung. Das heißt, das wäre ja in dem Falle ein Primer. Und da gibt es 3 Primer, die ich liebe. Da habe ich mir 3 Sachen rausgesucht. Und zwar, ich starte einfach mal mit einem ganz alten Produkt, also mit einem Oldtime-Favorite. Das ist schon die zweite Tube, die ich mir hiervon gekauft habe. Und zwar ist das Anayake. Das ist ein Primer. Der ist sehr feuchtigkeitsspendend, deswegen liebe ich ihn. Der ist Anti-Aging, der enthält Vitamin E und andere Sachen nochmal, also an Inhaltsstoffen. Das heißt, das ist ein Wirkstoff-Primer. Und deswegen liebe ich ihn. Er ist also nicht nur da, um die Haut zu verschönen, sondern er spendet wirklich Feuchtigkeit und gute Inhaltsstoffe noch mit dazu. Und ich habe den schon vor 5 Jahren euch gezeigt, da mochte ich ihn. Und den wechsle ich im Moment immer noch mit einem ganz alten Produkt, auch mit so einem Oldtime-Favorite. Aber ich komme auch gleich zu dem Produkt, was ich die letzten 8 Wochen fast ausschließlich benutzt habe. Aber das ist etwas, den möchte ich euch wirklich zeigen. Und den kann ich euch auch empfehlen. Vor allen Dingen für alle die, die nicht so gerne so silikonlastige Primer mögen. Ich gebe den jetzt mal hier auf meine Hand, damit ihr mal sehen könnt, wie der auch aussieht. Im Übrigen hat der eine schöne Spitze. Das ist nicht so eine platte Tube. Ich mag diese platten Tuben überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie haben alle Firmen in letzter Zeit umgestellt. Ich denke mal, dass es günstiger ist. So, wenn ihr das hier sehen könnt, der hat so eine leichte goldbronzene Tönung. Das heißt, den tragt ihr auf und habt dann auch sofort, seht ihr das, ein bisschen Glow auf der Haut. Ich finde das total fantastisch. Der bietet so einen ganz kleinen Glow und ansonsten ist er feuchtigkeitsspendend. Das kann auch sein, dass das mehr die Feuchtigkeit ist, die hier wirklich drin sich spiegelt. Auf alle Fälle ist das ein hammerhartes Produkt, den möchte ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr noch einen Primer sucht. Den zweiten Primer, das ist einer, der spendet auch sehr viel Feuchtigkeit, aber der ist komplett anders wie Anayake. Anayake ist aber auch, glaube ich, noch ein bisschen teurer, ich weiß es gar nicht. Auf alle Fälle habe ich den rosanen von Clorox geliebt, das ist der SOS Primer. Davon gibt es meines Erachtens 5 verschiedene oder 6 sogar. Die habe ich euch mal in einem Video vorgestellt, das ist schon ein bisschen her. Aber da gab es auch noch den von, der so eine bräunliche Tönung hat. Im Übrigen kommen die dann auch so ein bisschen immer in der Farbe raus. Dieser hier ist ein bisschen roséstichig, der bräunliche ist ein bisschen bräunlicher, der grüne ist ein bisschen grün. Dann gibt es noch den komplett transparenten. Das ist, glaube ich, der 0. Dies ist, glaube ich, 01, wenn mich nicht irre. Im Übrigen mag ich bei Clorox natürlich wie immer das Packaging. Ist mega gut. Der ist auch wirklich leer, da ist kaum noch was drin. Ich muss ihn mir nachbestellen. Und er hat einen Pumpspender. Das liebe ich. Ich liebe das natürlich auch, wenn diese Dinge einen Pumpspender haben. Aber natürlich haben die dann auch alle ihren Preis. Aber ich finde sie unter den Primern wirklich eine mit der besten und pflegendsten auch. Also auch dieser hier pflegt sehr gut, spendet Feuchtigkeit, ist aber so ein bisschen Silikon krümelig, also der mattiert so ein bisschen. Dieser, also nicht, er mattiert richtig doll, aber er glänzt nicht, er macht kein Glow. Und wenn man ihn aufträgt, dann hat man das Gefühl, es ist so ein bisschen, als wäre da so Puder drin oder irgendwas. Ne? Ist aber sehr schön. Deswegen habe ich diesen hier auch am liebsten im Winter. Und das hier war von Anayake im Prinzip dann mein Sommerprimer, so die letzten Jahre mit. Ne? Habe immer so ein bisschen gewechselt. Dieses Jahr habe ich aber ein gutes Stückchen entdeckt. Das sage ich euch, das trage ich sogar solo. Alle, die mir auf Instagram folgen, die wissen das schon. Den habe ich schon seit mindestens 8 Wochen gezeigt. Catrice. Das ist der von Catrice. Und zwar, ich setze mal eben meine Brille auf. Das ist der 10 in 1 Primer. Und zwar heißt der 10 Sensational.
10-in-1 Dream Primer. Genauso wird er geschrieben und ich habe jetzt gehört, einige haben ihn in der Drogerie bekommen, andere mussten ihn bestellen. Und das ist ein Primer, der hat 10 verschiedene Funktionen, unter anderem Priming, Hydrating, Anti-Wrinkle, Natural Glow, Anti-Pollution, Anti-Oxidation, Pore Minimizing, Even Out Skin Tone, Blur-Effekt hat er und UV Protection 15, also SPF 15. 30 Milliliter sind hier drin enthalten und Leute, ich sag euch, den liebe ich. Den liebe ich, weil den könnt ihr solo tragen und habt eine Haut, also im Sommer, ne? Das ist so ein Sommerprodukt von mir und im Winter bin ich zu blass, aber im Sommer reicht mir so diese Bräune von außen. Ich werde mir demnächst von Clorox noch die Selbstbräunertropfen nachkaufen fürs Gesicht, weil am Körper benutze ich ja Nivea. Aber ja, ich weiß nicht, mir behagt es einfach nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich mache es manchmal bis zum Dekolleté mit dem Selbstbräuner von Nivea. Aber so ins Gesicht traue ich mich dann doch nicht. Und da war mein Favorite, Oldtime-Favorite auch, die Clorox Selbstbräuner Drops. Das sind Drops, die könnt ihr Tröpfchen für Tröpfchen dosieren in eure Tagespflege rein und der bräunt zart, ihr könnt das aufbauen und den werde ich mir holen. Und dann, wie gesagt, mit der Sonne draußen, ihr braucht nur diesen Primer auftragen, ein bisschen Lipgloss, Labello, einen zarten Lippenstift, ein bisschen Mascara und ihr seid fertig. Und SPF 15 hat er auch noch. Es ist zwar nicht viel, viele sagen jetzt, das reicht mir nicht. Mir persönlich reicht es, da ich im Moment unter den Augen, dazu komme ich aber nochmal extra, die Tagescreme von Biotherm, die ich auf dem ganzen Gesicht nicht vertrage, oder darunter schwitze, wie verrückt, wirklich, ich schwitze darunter, kann ich nicht auftragen. Super Produkt mit Sicherheit, denn ich teste es jetzt gerade aus, ich benutze sie im Nachhinein, morgens, wenn ich mich fertig eingecremt habe, als Augencreme. Ich gebe mir einfach ein bisschen davon unter die Augen, weil da ist, glaube ich, ein SPF von 20, 25 oder 30 drin. Und da vertrage ich es sehr gut. Da stört mich auch nicht, da schwitze ich nicht. Und das zeige ich euch in einem anderen Video. Und von daher, SPF 15 reicht mir dann für den Rest. Ich gehe auch nie so lange in die Sonne. Ich bin nicht der stundenlange Sonnenanbeter, sondern bei mir geht das immer 20 Minuten, 30 Minuten raus. Eine Stunde später oder zwei Stunden später oder auch drei wieder, ne, 20 Minuten, halbe Stunde raus. Also ich bräune nie am Stück, sondern immer ganz zart, vorsichtig. Genau. Und das ist der Hammer dann. Im Sommer ist dieser Primer der Hammer. Ich habe ein tolles Feedback von euch auf Instagram bekommen. Vielen Dank an euch alle, die mir schon so fleißig geschrieben haben. Gerne wieder unten mit hier in die Kommentare rein für die Zuschauer, damit die wissen, was ihr von dem Produkt gehalten habt. Auch wenn jemand dabei ist, der sagt, ich habe es nicht vertragen, schreibt es gerne rein. Ich habe nur ein Feedback dazu bekommen, dass es jemand nicht vertragen hat, der Rest war begeistert. Ja, das sind drei Primer, die liebe ich. So, und dann geht's ja los, dass ich mir eine Foundation auftrage. Letztes Jahr und vorletztes Jahr und Anfang dieses Jahres war es immer noch die Vichy Mineral Blend in dem Farbton Clear 01. Das ist die hier. Die habe ich euch aber auch schon seit, ich denke mal, gut 3 Jahren in die Kamera gehalten. Das ist meine alltägliche Foundation, auch im Winter, auch wenn sie nicht viel Tönung hat. Es ist eine Mineral Foundation. Die ist von den Inhaltsstoffen, finde ich, sehr, sehr gut. Gerade auch bei unreiner Haut würde ich die immer empfehlen. Wer unreine Haut hat, da sage ich immer, nehmt eine Mineral Foundation mit den Mineralchen. Da ist oft Zink mit drin, Magnesium und sowas alles. Das ist immer so ein bisschen hautberuhigend und es macht die Haut einfach schöner. Die ist im Finish im Übrigen sehr, sehr natural, also sehr natürlich. Da ist nichts von wegen, ich sehe zugekleistert aus. Damit könnt ihr überall hingehen. Und die habe ich mir immer morgens hier hingelegt, wenn ich ganz schnell irgendwo hin musste. Sei es zum Arzt oder sonst wo, Zahnarzt. Da nehme ich einen Sponge, trage das damit auf, zack, zack, zack. Auch nur Mascara und Lipgloss oder Lippenöl, was ich hatte. Und das hat mir dann schon gereicht. Ne? Ist ein absoluter Favorit von mir schon so lange. Deswegen kommt er auch vor die Kamera, weil ich ihn schon so, so lange immer wieder zeige. Vichy Mineral Blend. Absolut ein Top-Produkt. Dann ist dieses Jahr im Nachfolgenden sind 3 kleine Tuben bei mir eingezogen. Die habe ich mir aber schon letztes Jahr gekauft, aber nicht ausprobiert. Dumm. Hätte ich mal eher tun sollen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich die gekauft habe. Glow Cherie von L'Oreal. Mädels, ich sag euch, diese 3 Tuben werden euch verzaubern. Ich glaube, ich kenne niemanden, der sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, Astrid, ich kenne sie schon, die ist der Hammer. Oder ich habe sie ausprobiert, das ist ja der Burner. Wirklich, alle, die es natürlich, Moment,
Glowy mögen. Glowy heißt immer mit so einem sonnengeküssten Teint. Damit seht ihr wirklich sonnengeküsst aus. Sonnengeküsst heißt für mich immer mit Glow, ein bisschen Schimmer, gebronzt, also so richtig schön Sommerbräune, sage ich jetzt mal. Aber auch dafür bin ich der Meinung, benötigt ihr ein bisschen Grundbräune. Ich finde immer, Grundbräune mit diesem Produkt macht eine schöne Bräune. Im Winter, wenn ich ganz hell bin, möchte ich es nicht anwenden, dann sieht es seltsam aus, wenn auf der weißen Haut auf einmal so ein Bronzeschimmer kommt und man glänzt nur im Gesicht und darunter ist man weiß. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist das ein Sommerprodukt für mich. Ein absolutes Sommerprodukt bis in den Oktober rein. Danach habe ich mir überlegt, sollte da noch was drin sein, werden es meine Primer. Dann werde ich mir die einfach aufgrund des Glows unten drunter packen, so wie bei Catrice auch, der 10 in 1, der hat ja auch Glow, der hat auch so einen schönen Glow, ne? Damit seht ihr aus, Leute, ich sag euch, ihr seht glowy, healthy, so richtig schön aus damit, mit dem Catrice Primer. Und hier, das hier könnt ihr auch als Primer benutzen. Ich habe letztens sogar die ganz helle Farbe hier unter dem Auge als Concealer benutzt, ist auch super rübergekommen, haben mich hinterher viele gefragt, ach so, was hast du denn unterm Auge? Ich hatte es noch nicht verraten. Es war eigentlich nur die helle Farbe von Glow Cherie, aber ist der Hammer, könnt ihr super gut anwenden. Habe ich sogar im Nachhinein aufgetragen, also auf meine Foundation drauf. Im Übrigen trage ich hier seit 2-3 Tagen, teste ich, ein kleines Pröbchen, aber nur ist nicht zugeschickt worden in dem Sinne, von Lancôme eine. Ich glaube, die Idol, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie die heißt. Ich werde sie euch noch zeigen. Finde ich echt gut. Ich muss mal gucken. Es ist noch nicht so ganz der Farbton, den ich gern hätte. Von daher werde ich mir noch meinen Farbton zulegen und die werde ich auf alle Fälle kaufen. Und da habe ich dann, wie gesagt, das wird aber auch was für den Winter, die Lancôme. Auf alle Fälle könnt ihr das hier als Primer benutzen und ihr könnt es im Sommer als Haupt-Make-up, als Haupt-Foundation benutzen. Ihr seht damit sonnengeküsst, gebräunt, glowy, so hitzegebräunt. Ich habe schon Tage gehabt, als wir es so heiß hatten die letzten Tage und man war so ein bisschen in der Sonne und man hatte so ein bisschen diese glühende Röte und dann das drüber, man sah aus wie das blühende Leben, Leute, ich sag's euch. Bekommt ihr die nicht mehr in der Drogerie, ihr bekommt es online. Ich habe sie online gesehen bei DM und bei Rossmann. Ihr könnt sie aber auch direkt bei L'Oreal bestellen. Fragt, guckt, was kosten die oder irgendwo anders, Flaconi, Parfüm Dreams, YBPN oder irgendwo wird es die geben. Auf alle Fälle, das wird ein Nachkaufprodukt. Im Übrigen kommt die, ich wurde gefragt, ist die so ähnlich wie die Glow Cherie, ist die so ähnlich wie die Moment Glam Beige? Genau, weil ich habe hier das Glam Beige Puder, dazu kommen wir gleich. Ich habe die Glam Beige 2016 und 17 so geliebt und so gehypt und habe danach nichts mehr gefunden. Das ist so ein bisschen der Nachfolger. Ich finde sie aber schöner. Schöner. Die Farbtöne sind besser ausgewählt. Die Glam Beige war so ein bisschen gelbstichig manches Mal. Ich habe da nicht so richtig den Farbton gefunden. Da musste ich den dunklen nehmen. Hier habt ihr wirklich was. Auch der helle Farbton ist super für die hellen Häutchen. Ich finde die fantastisch. Fantastisch, meine Mädels. Wirklich. So, und dann kommen wir zu einem ganz neuen Produkt. Und das ist so einer, der ist noch weniger wie die Vichy Mineral Blend. Hat auch nichts mit Glowy zu tun oder mit Deckkraft zu tun oder irgendetwas. Das ist der Weichzeichner von Michaela Conrads. Und Leute, den liebe ich. Niemand hat verstanden, warum ich den liebe. Ich glaube, den muss man sich selber live auftragen. Dazu den Bronzer Sonny, den gibt es. Müsst ihr mal bei Michaela Conrads auf die Seite gehen. Ich habe unten den Link in der Infobox. Über den Link könnt ihr mal auf ihre Seite gehen und gucken, stöbern, schnuppern, keine Ahnung was. Da gibt es den Weichzeichner. Im Übrigen gibt es viele, viele Liebhaber und Anhänger des Weichzeichners, auch wenn er den Tag mir gleich so in der Luft zerrissen wurde, so von wegen, der ist doch nichts und hin und her. Genauso viele Leute schreiben, doch gerade deswegen liebe ich ihn, weil man sieht damit auch über der natürlichen Bräune, also ist auch nichts, was ich unbedingt im Winter anwenden würde. Im Winter würde ich immer ein bisschen was Deckenderes nehmen, weil ich dann so weiß werde. Es sei denn, man mag das. Das hier ist natürlich, das ist ein No-Make-up-Make-up, eine No-Foundation-Foundation, wenn ihr wisst, was damit gemeint ist. Wenn ihr damit losgeht und noch ein bisschen Bronzing-Powder nehmt, das Sonny oder so, das Sonny ist toll. Wer immer gesagt hat, ich habe nur Bronzing-Powders, die sind gelbstichig, probiert den Sonny.
Wer sagt, es ist mir gleich zu viel auf der Haut, ich mit dem Pinsel rein, batsch, habe ich einen Fleck irgendwo. Nehmt den Sonny, der ist aufbauend. Der ist leicht und zart und puderig und fein, genauso wie das Zauberpuder von der Michaela. Beides ist von der Konsistenz her für mich identisch, nur dass der Sonny natürlich ein Bronzing Powder ist und macht auch eine mega natürliche Bräune für jeden Hautton. Es sei denn, ihr seid mega dunkel, also so ein richtiger schwarze Haare, dunkle Augen, dunkler Hauttyp, Sonny Puder, weiß ich nicht. Aber mitteleuropäischer Hautton, ihr seid damit wirklich super bedient. Ihr könnt ihn aufbauen, ihr könnt ihn nachtragen. Der ganz, ganz fein wie das Zauberpuder. Wer ihn noch nicht ausprobiert hat, das Sonny Puder zusammen mit dem Weichzeichner macht auch das absolute. Wie möchte ich das mal sagen? Ihr seht aus wie ungeschminkt und doch seht ihr gesund aus. Es ist so dieser typische No-Make-up-Make-up-Look. So gesund aussehen, ein bisschen healthy, aber ohne Glow. Also hier ist jetzt kein Glow drin. Auch in dem Sonny-Puder ist nicht unbedingt Glow. Das ist nichts, wo man dann hinterher sagt, boah, ich sehe aus, als hätte ich einen Tag am Meer verbracht. Nein, das ist ein Tag, oder das ist etwas, wo ich sagen würde, ja, ich sehe schön aus und gesund aus und eigentlich habe ich nichts drauf, aber es ist was drauf. Das ist das Sonny Puder und hier von Make-up Coach, das der Weichzeichner. Den liebe ich, aber der hat nichts mit denen zu tun. Eigentlich sind sie alle unterschiedlich. Mineral Blend von Vichy hat nicht diesen sonnengeküssten Touch wie die Glow Cherie. Hatte mich immer im Winter mit ein bisschen mehr Deckkraft wie das hier. Also es käme erst das hier, dann Vichy, dann Glow Cherie, weil Glow Cherie jetzt im Sommer gebronzt macht, gebräunt. Ne? Aber alle drei meine absoluten Favoriten. So, wenn wir schon bei Michaela sind, bleibe ich am besten auch gleich dabei. Das Zauberpuder. Wer kennt es nicht, ist die Frage hier. Oder wer kennt es schon? Nee, eigentlich nur noch, wer kennt es nicht. Gefühlt habe ich festgestellt, Michaela Conrad, Zauberpuder kennt gefühlt jeder auf dieser Welt. Jeder schwärmt davon und sagt, ach so, das benutze ich schon seit Jahren. Das ist eins der feinsten Puder, die ich eigentlich je hatte. Wer jetzt sagt, ja, das sagst du, weil du es zugeschickt bekommen hast. Nee, nee, nee. Geht in meine alten Videos 2016 mal rein. Da habe ich die kleine Größe davon gehabt. Zweimal, weil sie mir jedes Mal bei einer Bestellung, denn damals habe ich auch dort schon bestellt. Ich habe meine Pinsel dort bestellt. Ich habe den Just Fresh Blush dort bestellt. Ich habe den Concealer Peekaboo Mainstream dort bestellt. Ich weiß nicht, ich habe mehrere Sachen bei ihr schon immer bestellt. Und dann waren immer Pröbchen dabei und dann gab es auch mal diese kleinen Probiergrößen, Testgrößen von dem Puder noch mit dem blauen Deckel. Und das bei mir reicht das, weil ich nicht der Typ bin, der sich komplett abpudert. Ich habe es mal gemacht letztens in einem Video und habe gedacht, für ein Video ist das der Hammer. Wenn ich weggehe, mag ich es gerne mit so einem, ich bin eingecremt. Ich bin gesund, ich sehe gesund aus. Guckt mal, ich habe so ein bisschen Glow im Gesicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ja kein öliges Häutchen, wo ich sagen muss, oh, abpudern, abpudern. Am besten davon noch hier die Reisegröße mitnehmen. Da gibt es noch eine Reisegröße von. Könnt ihr euch in die Handtasche packen. Alles unten in der Infobox, Michaela Konrads, Make-up-Coach. Geht da gerne mal rein. Und das ist ein Puder so fein, wie ich es eigentlich wirklich. Es ist das feinste Puder mit, was es gibt. In jeglicher Hinsicht, in beiderlei Bedeutungen. Ist ein tolles Puder, ist ein absoluter Favorit, kann ich euch nur empfehlen, weil hinterher habe ich so gedacht, Astrid, komm, das ist ein Favorit. Nicht erst, weil du es jetzt zugeschickt bekommen hast, du hast es doch viele Jahre schon, für mein Augenlid habe ich es benutzt. Ich habe den Concealer Mainstream Peekaboo, den zeige ich euch jetzt mal. Den habe ich natürlich von Make-up Coach zugeschickt bekommen letztens, aber das ist meine alte Größe. Guckt mal, wie viel, da braucht man ja nicht viel von. Ich bin da früher immer mit dem Katzenzungenpinsel reingegangen und habe da grundsätzlich mein Augenlid mit geprimed und mit dem Zauberpuder abgepudert. Irgendwann durch meine ganze Testerei, das kennen wahrscheinlich nur Influencer, Blogger, Instagramer, YouTuber, man kauft mal wieder was Neues, man ist neugierig, man testet was aus. Es liegt immer da, ich habe es immer wieder mal benutzt zwischendurch, aber auch andere Dinge. Gerade für mein Augenlid habe ich dann irgendwann noch mal was anderes entdeckt, was ein bisschen leichter ist. Zeige ich euch auch. Das ist nämlich der Löscherauge, der hier. Der ist viel leichter. Der ist unter meinem Auge austrocknend und ich bin davon überzeugt. Er wird gehypt als der weltbeste Concealer im Internet. Auf jeder
Fashion-Zeitschrift oder sonst so. Der ist auch toll. Aber maximal, sag ich, bis 35 oder weniger. Viele, die jünger sind, sagen auch schon in ihren YouTube-Videos, der ist gut, aber der trocknet mir meine Augenpartie aus. Und bei mir sowieso. Ich mit meinem Fältchen und mit meinen 54, den habe ich schon mit 49 ausprobiert, hier vor der Kamera mit euch. Da habe ich mal angefangen. Und da habe ich schon gesagt, nee, unterm Auge gar nicht. Ich kriege total trockene Fältchen hier unterm Auge. Aber wenn er austrocknend ist, ist er super für mein Schlupflid, das immer feucht ist. Und das habe ich auch schon vielen, vielen empfohlen. Probiert es doch mal aus. Habt ihr ein öliges Lid? Nehmt mal den Löscherauge drauf, pudert das Ganze ab und dann erst euer Augen-Make-up. Ihr werdet begeistert sein. Löscherauge, ich habe im Übrigen hier einen ganz kuriosen Farbton. Den gibt es nicht immer und überall im Handel. Wenn nicht, müsst ihr den online bestellen. Der nennt sich nämlich 05 Brightener. Brightener deswegen, weil der hat Leuchtkraft, der schimmert, also schimmert nicht, nein, der ist so ganz hell und macht so ein Wuh, so weiß ich gar nicht. Schimmer ist das nicht, aber der ist so mega hell und wenn ihr das auch unter die Augen machen würdet, wer das noch kann, dann habt ihr so einen Echteffekt, so wow, hell. Ne? Dafür nehme ich ihn auch gerne für meine Lippen, weil der ist gut so wie ein Highlighter. Der hat die Funktion eines Highlighters für mich. Und eben, wie gesagt, auf den Augenlidern als Primer, der mir mein öliges Lid nimmt. Genau. Das ist der von Löscherauge. Und der hier, wie gesagt, den habe ich letztens nach langer Zeit mal das erste Mal benutzt auf meine Mutter mal. Hatte ich euch in einem Video, glaube ich, hier gezeigt auf YouTube. Und habe gedacht, Mensch, das hast du noch nie gemacht. Ich habe früher immer den L'Oreal Infallible Concealer-Pomade, genau. Die Infallible Concealer-Pomade von L'Oreal genommen und habe letztens mal den hier ausprobiert und habe gedacht, wow. Hatte fast noch ein bisschen mehr Deckkraft und ein bisschen schöner sogar noch. Ich habe dann so gedacht, Mensch, das hättest du auch mal eher ausprobieren können. Ne? Also, und dann werde ich mal schauen, was die Zukunft bringt. Ob ich dann noch wieder teste oder sage, nö, jetzt ist mal Schluss. Habe ich ja schon mit einigen Produkten, ihr wisst das auf Instagram, dass ich viele alte Schätzchen jetzt habe, wo ich sage, die werden nicht nur aufgebraucht, sondern da bleibe ich auch dabei. Ne? Das sind so manchmal Dinge, wo ich jetzt denke, die habe ich so oft ausprobiert, das sind so meine Favoriten. Ja, und jetzt geht es nämlich weiter. Ich habe nämlich noch zwei Favoriten im Bereich Puder. Und da gehört eins auch seit 5 Jahren zu meinem Puder, zu meinem Favoriten. Das ist von L'Oreal das Perfect Match hautausgleichendes Puder in dem Farbton 4N. Kann ich also schon auswendig. Ich brauche keine Brille. Das hier ist das. Und damit pudere ich immer. Das kennt ihr, glaube ich, aus meinen Videos. Ich habe irgendwann schon gesagt, mein Gott, ihr kennt das doch. Ich nehme eine Concealer-Pomade, ich nehme mein Perfect Match Powder, da wird das mit abgepudert. Das mache ich, wenn ich Videos drehe, dann decke ich das ab. Wenn ich jetzt abends mal auf eine Feier gehe und will ein richtiges Full-Face-Make-up haben mit so ein bisschen Deckkraft, dann wird das auch mitgemacht. Da pudere ich immer Hals und Dekolleté mit ab. Habe ich aber auch schon als Grundierungspuder mal in einem Video erwähnt und gezeigt. Da habe ich mein Gesicht erst abgepudert und dann die Foundation aufgetragen, weil sie dann besser hält. Das ist zum Beispiel für Leute was, die sagen, ich habe eine ölige Haut. Es ist aber auch was, wenn jemand sagt, ich brauche heute Abend oder heute mal eine absolute zuverlässige Sache. Mein Make-up darf mir nicht verrutschen. Das muss sitzen. Ich habe einen Fototermin mit der Familie oder so. Dann pudert mal euer Gesicht erst ab, auch wenn ihr das sonst nie macht. Tragt dann die Foundation auf. Könnt ihr mit dem Puder hier machen. Das ist ganz leicht, ganz zart. Ist mein Lieblingspuder seit Jahren. Jetzt kommt ein Puder, das möchte ich euch eigentlich gar nicht zeigen, aber ich habe davon noch 6 Dosen. Ich habe mir die mal irgendwann nachgekauft, weil ich Angst hatte, dass es sie nicht mehr. Entschuldigung. Ich habe mich gerade eingesaut auf meinem weißen Oberteil. Ich hatte mal das nachgekauft auf Vorrat und hatte alle 3 Farbtöne. Medium Light gibt es oder nur Light und ich glaube Dark Medium heißt der andere Farbton. War das Glam Beige Puder. Ja, meine Lieben, das war das Glam Beige Puder. Benutze ich heute noch liebend gerne. Das hat passend zur Glow Cherie passt das auch, wobei ich nehme es selten,
Aber wenn ich ein Video drehe, habe ich schon mal gemacht, oder wenn ich auch mal weggehen möchte, weil das Glow Cherie ist glowy und dann braucht ihr auch ein glowy Puder, sonst sieht das doof aus. Dann seid ihr hier glowy und der Rest, der abgepudert ist, ist matt. Und das finde ich nicht toll. Und dieses Glam Beige, wenn ihr das noch bekommt, ihr könnt mal auf der Seite von L'Oreal direkt schauen. Wer da ein Fan von war, weil ich habe mal Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, das war mal mein liebstes Puder, das war meine liebste Foundation. Geht mal auf Amazon gucken. Ich kann mal gucken, ob ich es euch unten mit in die Infobox verlinke. Ich muss selber erstmal gucken, nur dass ihr es findet. Ihr könnt aber auch selber gucken. Ihr könnt auch bei L'Oreal auf die Seite gehen, dort mal schauen. Die haben auch oft Produkte, die es in der Drogerie nicht mehr gibt. Und ja, die ihr dann dort noch bekommt. Ne? Also da würde ich auch mal schauen. Glam Beige Puder. Zwei Puder, absoluter Favorit und das neue Zauberpuder von Michaela Konrads. So, dann habe ich zwei Blushes. Rouge. Ja, ich fange mal mit dem auch an, den ich am liebsten mag. Ich habe ja noch unten im Keller den ich schon seit 5 Jahren habe. Das ist der L'Oreal in dieser kleinen viereckigen Dose. Den bekommt ihr heute noch im Sortiment. Das ist so dieser rosane, so ein bisschen schimmerig und so. Ich habe den jetzt gar nicht mit hochgeholt. Habe ich ehrlich gesagt vergessen, aber ihr kennt ihn bestimmt. Der ist nur halb so groß und den gibt es immer im Sortiment. So ein bisschen rosafarben. Absoluter Favorit seit Jahren. Aber daneben, parallel, läuft aus der Age Perfect Linie die 101, Moment, Rosewood. Das ist der Satin Glow Blush, genau. Der Satin Glow Blush aus der Age Perfect Linie. Und da habe ich ja ein ganzes Video zu abgedreht, zu der Age Perfect Linie. Da könnt ihr gerne mal schauen. Ich habe da nur Age Perfect Produkte. Das Video heißt auch so, gibt da ein Beauty Over Age Astrid Age Perfect. Dann landet ihr auf diesem Video immer auch ein absolutes Schätzchen für mich. Ich mag die Farbe auch und der ist aufbaubar. Der ist auch nicht so bom, wawawum. Es kommt nämlich gleich einer, der ist wawawum. Da müsst ihr ganz vorsichtig sein. Den hier aufbauen, nochmal ein bisschen aufbauen. Wenn es dann doch ein bisschen zu viel war, einfach nochmal den Puderpinsel wieder nehmen, rübergehen, passt das. Ihr seht damit immer fresh aus, fresh und gesund und healthy. Und das ist einfach ein Farbton, der steht auch jedem hellen Häutchen, ja. Kann jeder mit dem hellen Hautton verwenden. So, dann habe ich mir gekauft, hatte ich gesehen, habe mich auch mal so anfixen lassen, ne? Madame Tamtam. Ich glaube, letztes Jahr war das schon, hat sie diesen Blush in die Kamera gehalten. Merkt euch dieses Case, dieses Muster. Ich bin der Meinung, den gibt es auch noch. Bin der Meinung, den gibt es noch, weil das wechselt ja bei Art Deco auch oft. Denn der ist von Art Deco. Ein silbernes Case. Schaut euch das mal an. Ist das nicht wunderschön? Ein silbernes Case ist das. Und jetzt kommen die Farben. Leute, ich sag euch vorsichtig, vorsichtig. Schaut euch die Farben an. Ein zartes Rosé, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dann seht ihr das. Ein zartes Rosé, ein bisschen Taupe angehaucht mit Rosewood, würde ich mal sagen. Rosenholz mit Taupe oder Mauve. Und hier oben so ein richtig schönes, knalliges, dunkles Pink-Fliederleder schon fast. Leute, da müsst ihr vorsichtig reingehen. Wenn ihr da reingeht, ordentlich abklopfen und ganz vorsichtig über links und rechts huschen und dann erstmal verteilen, weil das ist eine Hammerfarbe und die gibt Farbe ab ohne Ende. Da habe ich mir letztens im Übrigen ein Augen-Make-up mitgeschminkt und wurde gefragt, ach so, was hast denn du drauf? Habe ich gedacht, oh Gott, wie erklärst du dem das wieder? Ich wieder, ne? Schon seit Jahren erzähle ich immer, nehmt Blush aufs Auge, nehmt Blush, weiß ich nicht wohin, auch das hier könnt ihr aufs Auge nehmen. Und da habe ich ein super Augen-Make-up mitgeschminkt. Geht super gut. Ich liebe es. Und das sind Farben, sage ich euch. Die sind der Hammer. Ich weiß gar nicht, was es gekostet hat. War jetzt nicht ganz günstig, also kein Drogeriepreis. Aber es ist ein wunderschöner Blush, kann ich jedem empfehlen. Und ihr habt gleich ein Case, wo ihr auch ein Augen-Make-up mitschminken könnt. Das ist Art Deco. So, das nächste Produkt. Womit machen wir mal weiter? Mascaras. Vor ganz langer Zeit habe ich euch schon eine Mascara von Aldi gezeigt. Das ist so meine Mascara für jeden Tag, wenn es schnell gehen muss, ich nichts Besonderes auftragen möchte, nicht besonders lange halten muss. Einfach so für einen Nachmittag mal schnell oder über Mittag oder ich weiß nicht wo, Aldi. Aldi Bio Cura, das ist die hier. Auch ganz viel Feedback schon bekommen von euch. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, keine 2 Euro, war das irgendwie so 1,95 oder 2,95? Nee, 1,95, glaube ich.
Ihr habt gesagt, die ist klasse, aber ich sag's gleich, die hat so harte Kunststoffnoppen, nicht Gumminoppen, Kunststoffnoppen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Es gibt Menschen, also ich habe schon Leute gesehen oder gehört, die haben gesagt, das ist ihnen zu hart, das tut ihnen am Auge weh. Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht, auf alle Fälle liebe ich die. Das ist ein mega Preis und die macht schöne Wimpern, möchte ich mal sagen. Und das ist aber was für mich, die hält auch nicht ganz so lange. Ich habe jetzt festgestellt, die hält einfach nicht ganz so lange. Das ist natürlich auch nicht der Preis dafür, aber sie ist trotzdem total gut und ich kann sie nur empfehlen. Es ist ein Favorit von mir. Ich trage sie trotzdem immer wieder auf. Dann ist das nächste Favoritchen von mir die Bambi Eye Fall Slash Mascara von L'Oréal. Das ist die hier, habe ich euch aber auch schon zigmal gezeigt. Davon liegt eine hier unten, wenn ich mich mal unten schnell schminken will. Eine liegt oben, eine ist im Keller und ich habe immer eine davon da. Die benutze ich eigentlich regelmäßig und immer wiederkehrend und deswegen ist es einfach ein Favorit. Ich liebe die Bürste von der Bambi Fall Slash. Die hat so ein schönes, zwar etwas dickeres, aber so ringsrum. Tja, wie sieht das aus? Auch diese Gumminoppen hier in dem Fall, aber ja, so ein bisschen konisch, ich weiß auch nicht. Die ist jedenfalls sehr schön, die gefällt mir mega, mega gut, abgesehen davon, dass ich es mag, dass eine Seite abgeschrägt ist, das hatte ich schon mal in einem Video erwähnt. Das wird manchmal so ein bisschen hingestellt, als wäre das nicht wichtig. Mir ist es wichtig, weil mir ist schon oft eine Mascara runtergekullert und mich ärgert das immer, wenn ich mich dann schminke und mir fällt hinterher die Mascara runter. Hier habt ihr eine Auflagefläche und das habe ich bei L'Oréal schon ganz oft gesehen und das finde ich einfach gut. Ja, und deswegen, ne, ist das nochmal so ein kleines. Aber es ist jetzt nicht ausschlaggebend für den Kauf. Aber ich finde es halt gut, dass es halt so ist, wie es ist. Absoluter Favorit. Und jetzt kommen wir zu einem Favoriten, den habe ich euch schon auf Instagram gezeigt. Aber es gibt jetzt ein großes Aber. Ich habe euch die Mascara als richtigen Favoriten auch angekündigt, weil die packt die Wimpern so. Das ist eine von Benefit, die so ein bisschen wie ein kleiner Tannenbaum ist. Vorne ganz schmal. Also ihr kommt auch in die kleinsten Eckchen rein. Die ist super, nicht so groß und so dick, wo man sagt, boah, ich komme immer überall gegen. Da geht der mit an die Wimpern fast rein und zack, die packt so die Wimpern und oben wippt sie dann so raus beim Tuschen. Das heißt, die erwischt jedes Härchen, die geht richtig rein, die packt die Wimpern, die ist mega gut, die hält auch, die hält und hält und hält. Aber die ist schon eingetrocknet. Und jetzt wollte ich mal fragen, hat noch jemand von euch diese Erfahrung gemacht, dass die bei euch so schnell eingetrocknet ist, weil das finde ich einfach zu schade für den Preis. Und das hat mich auch echt geärgert. Ja, ich weiß es nicht, könnt ihr mir ja mal drunter schreiben. Denn wenn das immer der Fall ist, würde ich sie nicht nachkaufen. Und nicht, weil sie nicht gut ist, sondern weil sie mir, also maximal, ich glaube schon nach 4 Wochen, 5 Wochen war die trocken. Ich kam kaum rein noch und es kam kaum was raus. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, die ist doch gerade erst angefangen. Ausgetrocknet. Wer die Erfahrung gemacht hat, schreibt es mir gerne oder ansonsten war es nur bei mir so, dann würde ich sie nachkaufen. Vielleicht war es auch einfach ein älteres Produkt, denn die war meiner Meinung nach entweder im Glossy Box Weihnachtskalender oder in so einer Glossy Box mal von Benefit, ne? Von Benefit, also mit Benefit-Produkten. So, und dann kommen wir auch gleich zu 3 Augenbrauen- und Augenlidschattenprodukten. Ich hatte es, glaube ich, letztens schon mal in die Kamera gehalten. Jemand hat es sich also nachgekauft. Es gibt es nicht mehr. Das ist Baked Eye Color Everyday Princess Lidschatten von Judith Williams. Ich habe gesagt, den habe ich schon bestimmt 6 Jahre. Den gibt es aber noch. Irgendjemand hat es online mal eingegeben und ist fündig geworden, hat gesagt, Astrid, ich habe ihn gefunden und ich habe ihn mir bestellt. Sind nur 2 Farben. Das ist das, was ich oft brauche für mein tägliches Make-up. Da kommt nichts weiter drauf als 2 Farben. Oben habe ich von Douglas diese Mono-Lidschatten. Da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, achso, die gibt es gar nicht mehr. Stimmt, ich bin los und habe versucht, ihn zu kaufen und die gibt es nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich da stattdessen irgendwann nehme, weil ich habe oft immer nur so 2 Farben, die ich für den täglichen Gebrauch habe. Diese hier könnt ihr online mal eingeben. Ihr seht schon, da sind so 2 Bäckchen entstanden, weil ich schon immer viel reingegangen bin. Ich sollte mal in die Mitte gehen vielleicht. Und jedenfalls ist ein ganz toller Lidschatten.
so ein schönes ja, Rosenholz oder Move-Ton, aber einen leichten, was für ein Einschlag ist das? So ein Bronze, also es hat einen Bronzeton mit drin und aber auch so ein Rosenholz, Mauve-Taubton. Also es ist so ein gemischter Ton hier. Der ist total schön. Er kommt noch ein bisschen anders rüber wie in der Kamera. Er sieht in Natura noch viel schöner aus. Und der andere ist Champagnerfarben. Der ist nicht weiß. Deswegen sage ich es nur, der ist nicht weiß. Der ist Champagnerfarben-Creme. Ne? Champagnerfarben-Creme. Also diese Farbe, hier sieht man es, glaube ich, noch besser, wie die beiden Farbtöne rüberkommen. Super schön, schmeichelt der Haut, macht ein schönes, waches, helles Auge. Ist was für jede Frau, auch für die hellen Häutchen unter euch. Den nächsten Ton, Bella Pierre, der war letztens in einer Box. Ich weiß nicht mehr, ob es die Pink Box war oder die Luxury Box. Habe ich jetzt ausprobiert, schon mehrfach, und der ist auch schön. Also Hammer. Der hat so ein bisschen Schimmer, seht ihr das? Der kommt fast rüber wie ein Highlighter. Ihr könntet den auch als Highlighter verwenden. Aber er kommt auch super schön auf dem Augenlid, richtig auf dem Augapfel. Und den Rest habe ich dann nur mit einem aschigen Braunton von Douglas ausgeblendet und untere Wimpernkranz auch. Und dann war fertig die Laube. Ich mache mal so. Könnt ihr auch, glaube ich, ganz gut jetzt erkennen. Super schöne Farbe. Schaut einfach mal im Handel, wenn ihr sowas seht. Ich glaube, L'Oréal hatte vor Jahren so einen auch mal in dem Farbton rausgebracht. Diese Farben sind Sommerfarbtöne. Das ist was passend zu Glow Cherie. Glow, gebräunt, Hitze, Sommer, Strand, Sand, Sonne, Meer. Wisst ihr, was ich meine? Abends weggehen und dann so ein Bronzeton so auf dem Augapfel drauf. Moment, ich kriege ihn jetzt nicht mehr auf. Ich habe keine Ahnung warum. Auf alle Fälle, das ist der für den absoluten Sommerfarbton. Dann habe ich noch ein Benefit-Produkt, und zwar für meine Augenbrauen. Und ich habe endlich mal ein Produkt, was wirklich der Hammer ist. Das ist der 24 Stunden Brow Setter. Ihr wisst, ich habe diesen Zylinder ausgepackt letztens und habe da einiges von ausprobiert. Und ich muss sagen, bin ganz froh, was ich bezahlt habe. Ich hatte ja, glaube ich, irgendwas um die 40 Euro für alles bezahlt. Ich bin auch nicht der Fan von dem Augenbrauenstift geworden. Auch nicht von diesem dreieckigen oder diesem ganz dünnen. Viele haben gesagt, Astrid, ist der Hammer. Es mag sein. Ich habe schon festgestellt, dass auch Augenbrauenstifte, je nachdem, was man für eine Haut hat, funktionieren und nicht funktionieren. Und ich kann euch nur sagen, ich liebe den Brow Setter. Ich habe gedacht, also hinterher sind die Augenbrauen wie mit Haarspray, wie lackiert, wirklich, das steht. Die stehen den ganzen Tag, da braucht ihr keine Angst haben, dass euch die runterfallen, weil meine immer wieder diesen hier, unten waren sie wieder nach einer Stunde. Ne? Der Brow Setter von Benefit, der ist der Hammer. Das ist ein Favorit. Aber mein Augenbrauenstift ist ein ganz alter Favorit. Ja, Leute, den habe ich auch schon zigmal in die Kamera gehalten, seit 5 Jahren, immer mal wieder einen anderen, und dann auf einmal kam der wieder. Dann kam wieder ein anderer, dann kam der wieder. Also am Ende habe ich gedacht, Asre, das ist doch dein Favoriten-Augenbrauenstift. Und es stimmt. Der hat eine ganz feine Mine. Absolut perfekt für meine Augenbrauen. Da seht ihr das ganz fein. Absolut perfekt für meine Augenbrauen. Ich liebe den, es funktioniert bei mir. Das ist immer die Hauptsache, dass es bei euch funktioniert. Und ich habe viele schon gehabt, die funktionierten nicht. Und der hier funktioniert immer wieder, egal welches Make-up ich trage, ob ich dunkel, gebräunt, nicht im Sommer, im Winter, er funktioniert immer. Und ich liebe den. Ich liebe den. Ist mein absolutes Top-Produkt. So, dann kommen wir zu meinen Lippenprodukten. Und jetzt zeige ich euch wirklich nur einen Lip Liner und einen Lippenstift, weil ich trage ihn, glaube ich, seit Februar nonstop. Ich habe ihn bei Instagram schon tausendmal gepostet. Ich werde immer wieder gefragt, was trägst du heute? Dann denke ich immer, es ist immer dasselbe. Es ist immer ein Lip Liner von Essence und ein Lippenstift von Catrice. Jetzt läuten wahrscheinlich bei einigen schon so die Glocken. Ah, die wieder. Ja, was habe ich hier? Einmal habe ich Nummer 11 Sugar for Grey Essence, den Lip Liner. Das ist eine Hammerfarbe. Habe ich mir jetzt 3 Stück von gekauft. Ich habe immer Angst, der könnte mal aus dem Sortiment genommen werden. Ja, Nummer 11 Sugar for Grey nehme ich einmal rum um die Lippen und dann kommt drauf 050 Plumping Lipstick, genau, Power Plumping Lipstick von Catrice. Das ist der und die gibt es im Standardsortiment, Leute. Und das ist eine Farbe, die liebe ich. Guckt euch die Farbe an. So, und zusammen.
mit dem Lipstick, mit dem Lip Liner macht das so einen zarten, etwas dunkleren, umrandeten Lippenrand. Also ich brauche schon einen Lip Liner mittlerweile. Leute, meine Lippen verblassen schon, also die Ränder verblassen. Ich habe schon einen richtigen weißen Rand mittlerweile drumherum. Ich sehe das, wenn ich mich schminke. Ich brauche nur dem hellen Rand nachgehen. Das ist der ausgeblasste Rand. Ich habe auch schon leichte Plissi und Fältchen in dem Lippenrand, in der Kontur. Und ich brauche einen Lip Liner. Also bei mir läuft jetzt eigentlich nach 4, 5 Jahren YouTube und alles läuft nichts mehr ohne. Ich brauche einen. Aber es sieht auch immer schöner aus. Es ist absolut ein ganz tolles Produkt und eine ganz tolle Farbe. Und diese beiden zusammen sind der Hammer. Werde ich auch immer auf Instagram nachgefragt, wenn ich es drauf habe. Oh, was hast du denn heute drauf? Oh, dasselbe wieder wie letztes Jahr so ungefähr. Nein, das war's. So, dann habe ich einen absolut top Anspitzer. Gleich, wenn wir bei Lip Liner sind, zeige ich euch einen Anspitzer. Das Ganze sieht so aus, habe ich euch aber schon mal in meinen Favoriten-Videos gezeigt. Nur ich zeige ihn immer wieder. Den bekommt ihr online oder in der Apotheke. So sieht der aus. Der ist von Aveen. Das ist eigentlich die Marke Aveen. Und das Ganze sieht dann innen so aus. Schaut mal. So sieht der von innen aus. Das ist ein Anspitzer, sage ich euch. Der lässt euch nie im Stich. Der schrottet auch nicht eure Lip Liner oder irgendwas. Damit habe ich schon die schwierigsten Sachen angespitzt, wo ich dachte, damit kommst du gar nicht durch. Der kostet in der Apotheke 2,95. Online habe ich ihn für 1,95 schon gesehen. Das heißt, das ist ein Drogeriepreis, Leute. Ihr braucht also keine Angst haben, dass dieses gute Stück mega teuer ist. Und den könnt ihr wirklich getrost nachkaufen. Den empfehle ich euch und das ist mein liebster Anspitzer. Den habe ich jetzt dreimal. Einmal im Keller, einmal hier in der Mitte und einmal oben. Genau, damit er überall präsent ist. Das ist ein Hammer Anspitzer. Und dann kommen zwei Glossprodukte. Die habe ich euch auch schon so oft jetzt gezeigt. Auch abends bei meiner Abschminkroutine. Immer wieder creme ich erstmal oder mache ich erstmal meine Lippen mit dem Isana. Mit dem Isana Lippenpflegestift. Das ist Isana Lippenpflege Pearl in Gloss in Rosa. Ist absolut die schöne Farbe. Und wer noch mehr natürlich auf die Lippen bringt, an noch mehr Farbe und Gloss, ist dieser hier von Labello, aber den gibt es nicht mehr. Da haben mich schon einige gefragt und haben gesagt: Astrid, den kriege ich gar nicht mehr. Wo hast du den her? Ja, den habe ich mal vor einem Jahr oder anderthalb. Und so lange hält der. Ne? Den nutze ich ja nicht als Lippenpflegestift nur so, sondern den nehme ich, Brille liegt unten, den nehme ich nur, wenn ich weggehe und möchte mir meine Lippen damit ein bisschen highlighten. Genau. Seht ihr das? So. Und schon hat man noch so einen richtigen Pearl-Schimmer in Rosa drauf. Diese zwei Lippenpflegeprodukte begleiten mich jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich aufstehe. So, Mädels, ich glaube, jetzt habe ich alles. Das waren meine wirklichen, wirklichen, echten Favoriten. Es werden natürlich im Winter wieder andere kommen, andere Foundation wahrscheinlich. Auf alle Fälle, weil wenn es Winter wird, ne, es kann auch mal ein anderer Lidschatten dabei sein. Vielleicht auch noch mal wieder ein anderer Blush dann. Im Winter verwende ich oft den Just Fresh von Michaela Konrads, also von Make-up Coach. Und es kann auch ein anderer Lippenstift wiederkommen, ne? Ach so, eins habe ich noch, sehe ich gerade. Man sieht kaum, dass es benutzt ist. Ich benutze es auch ganz, ganz wenig. Von L'Oreal. Chromamorphose. Das sind Highlighter. Highlighter in drei verschiedenen Farben. Super schön, Mädels. Hier haben wir einmal so einen richtig hellen. Der ist so Helio. Wie nennt man das? Wenn der so lila schimmert, oh, ich weiß gar nicht, ich vergesse immer den Namen. Der wird hier so mehr lila-weiß, also so richtig so, keine Ahnung. Der hier ist, ja, Taub, würde ich mal sagen, oder Rosenholz und der ist Rosé. Ich habe heute den in Taub genommen, den mittleren Farbton. Den gab es mal irgendwann bei DM, da hatte ich den mitgenommen, aber ist ein super Highlighter. Liegt bei mir oben immer auf dem Tisch und da gehe ich immer mal ein bisschen rein und den habe ich eigentlich jeden Tag so ein bisschen mit in Verwendung. Genau. So, meine Lieben, das war's. Das wollte ich euch zeigen. Teil 3 kommt auch noch. Da geht es dann drum in meinen Favoriten. Parfüm, Nagellack und ein bisschen was anderes. So ein Gedöns, ne? Freut euch drauf. Auf alle Fälle, das waren meine dekorativen Favoriten. Und ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, liebe Grüße von mir. Also, ciao.